Wir begrüßen heute hier beim ersten Jahrestag und der Versammlung der Monetative e.V. Professor Peukert, Professor für Finanzwissenschaft und Finanzsoziologie an der Universität in Erfurt. Schönen guten Tag und willkommen. Du hast eben einen Vortrag gehalten, der sehr positiv angenommen wurde. Du hast auch viel Applaus bekommen. Wir haben jetzt ein Jahr Monetative in Deutschland, also den Verein. Wie bewertest du denn die Entwicklung dieses Vereins in der breiten Öffentlichkeit bisher in Deutschland? Ja, der Verein hat es natürlich nicht leicht, da von Seiten der offiziellen Politik bisher noch kein großes Verständnis für die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform der Geldordnung vorhanden ist. Wenn man allerdings zivilgesellschaftliche Gruppen nimmt und sogar einige neuere Parteientwicklungen, dann kann man sagen, dass von einem praktischen Desinteresse, was ja über Jahrzehnte diesen Ideen gegenüber geherrscht hat, dass es einen ganz erfreulichen Aufschwung nimmt. Jetzt sagt man ja immer in der Verhaltensökonomie, solche Prozesse entwickeln sich dynamisch. Am Anfang sind da, wenn man sagt, 100 Leute von einer Million, dann sind es 100 Spinner. Wenn es 1000 sind, dann sind es noch abweichende Meinungen. Wenn es einmal 10.000 sind, dann sind schon die frühen Innovatoren. Glaubst du, dass diese Krise, die wir seit 5 Jahren erleben, hier einen katalysatorischen Prozess in Gang gesetzt hat, der doch zu eine Chance bietet, einen Bewusstseinswandel hinsichtlich der Geldproblematik in Gang zu setzen? Ja, das hat es ja schon. Wenn man sich überlegt, bis vor der Finanzkrise sind ja Menschen, die jetzt eine Reform des Geldwesens angedacht haben, die wurden ja als Phantasten oder Philosophen, als Nichtfachleute, als Leute, die irgendwelchen krummen Ideen anhängen, bezeichnet. Und jetzt wird man, wenn man so eine Meinung vertritt, ja sogar eingeladen zu allen möglichen Podiumsdiskussionen bei Banken, im Wissenschaftsbereich. Und also wenn es einen Nutznießer der Finanzkrise gibt, dann sicher diejenigen, die Reform der Geldordnung vorschlagen. Obwohl es uns natürlich lieber wäre, wenn es auch ohne Finanzkrise ginge. Im Moment sieht es ja so aus, dass man Reformen vermieden hat, in den letzten Jahren fundamentale Reformen und praktisch der allgemeine Steuerzahler über eine Erhöhung der Staatsverschuldung das bisher so durchfinanziert hat. Ja? Und irgendwann kommen wir aber an eine kritische Grenze. Wir waren da mal bei 50-60%. Jetzt sind wir halt bei 80 angelangt, was die Bundesrepublik betrifft. Das macht mal so ungefähr 500-600 Milliarden aus. Und irgendwann ist eben der Sack voll sozusagen. Und dann geht das nicht mehr über diese Durchfinanzierungsmethode weiter. Und dann kommt zwangsläufig zu irgendwelchen Strukturreformen. Also insofern, man läuft vor die Wand und aus der Beule lernt man vielleicht. Du engagierst dich ja nicht nur bei der Monetativen, da bist du, glaube ich, Gründungsmitglied gewesen, sondern auch bei Occupy Money und bei vielen anderen Gelegenheiten tust du bei der Podiumsdiskussion mitwirken. Diese Vernetzung, findet die auch statt schon in dem universitären Bereich, also bei den Studenten? Du hast ja auch diese Veranstaltung Real Economics organisiert im September, eine Ergänzungsveranstaltung zum Verein für Sozialpolitik. Wie sind denn deine Erfahrungen dort mit dem Thema? Ja, wenn man sich mal fragt, wo die größten Resistenzen oder die größte Indifferenz diesem Thema gegenüber herrscht, dann kann man fast sagen, dass das in den Universitäten der Fall ist. Das ist natürlich ein bisschen bedauerlich, zumal man dort ja selbst sein Hauptaktivitätsfeld hat und man ja eigentlich meinen sollte, dass die Wissenschaft die Herausforderungen gerade im ökonomischen Bereich, die Volkswirte zu mutigen Konzeptionen veranlassen sollte im Interesse des Allgemeinwohls. Der allgemeine Steuerzahler bezahlt ja immerhin auch Professoren, zumindest in öffentlichen Hochschulen, sofern sie nicht hauptsächlich Drittmittel finanziert sind mittlerweile. Es ist schon ein bisschen bedauerlich. Du hast ja erwähnt, die Ergänzungsveranstaltung, die wir beim Verein für Sozialpolitik gemacht haben, und das hat ja den Verein nicht unbedingt erfreut. Was uns dann erfreut hat, in gewissem Sinne, weil wir Denkanstöße geben wollten. Und die Initiative ging ja auch darauf zurück, dass im Vorjahr in Frankfurt, als die Staatsverschuldung und Finanzkrise Thema war,
der Gesamtveranstaltung, ja, also Leitthema war, dass unsere Vorschläge, die wir brav und artig im Rahmen des Vereins machen wollten, allesamt abgelehnt wurden und stattdessen teilweise Leute von der EZB dastanden, die dann ihre Zahlenkolonnen abgespult haben. Ich war ja bei dieser Ergänzungsveranstaltung dabei und da ist mir aufgefallen, dass Professoren wie Bofinger, die ja gewisse Sympathie also für diese Reformbestrebungen in der VWL haben, jedoch sehr zögerlich sind, wenn es um die Frage der Geldschöpfung geht. Da bleibt er eigentlich relativ nah noch bei dem System, wie es im Augenblick ist. Und das ist eigentlich kennzeichnend für viele Keynesianer in der Ökonomie. Wie erklärst du dir das? Das hängt damit zusammen, dass einmal der Keynes auf diesem Auge etwas blind vielleicht war. Er hat ja dem Vorschlag Irving Fischers nichts abgewinnen können. Da gibt es ja einen kleinen Briefwechsel zwischen Fischer und Keynes. Und Keynes meinte, naja, so in die radikalen Tasten brauchen wir da eigentlich nicht gehen. Also damals 100% Money von Fischer, was ja eine Variante des Vollgeldes ist. Und die Keynesianer gehen natürlich, und die hatte ich ja vorhin auch in dem Vortrag gemeint, die finden Schulden gar nicht so schlecht, weil sie ja sagen, erst kommt die Investition, dann wird gespart oder dann findet Einkommensbildung statt, aus den Einkommen wird gespart und die Investitionen finanzieren sich sozusagen durch die zukünftigen Sparsummen. Ja? Also eine gewisse Zeit-Reverse-Geschichte. Und sie gehen eben davon aus, dass es nicht schlecht ist, wenn die Wirtschaft nach vorne losprescht und wenn die Banken einen relativ großen Spielraum hier haben, dann könnte das nicht schlecht sein. Das ist im Grunde der Gedanke, der ja nicht nur bei Bofinger vorhanden ist, sondern beim IMK teilweise, Horn, aber auch beispielsweise bei Hickel, der da kräftig auf die Banken schimpft und das dann aber dieses Privileg da nicht wirklich angetastet sehen möchte. Man kann aber sagen, es gibt solche und solche Keynesianer. Ja. Zeitgleich jetzt findet ja die Veranstaltung des makroökonomischen Workshops der Böckler-Stiftung statt, nicht allzu weit von hier entfernt. Und da wird auch Minsky diskutiert, da werden Verschuldungsprobleme diskutiert. Also insofern sind die Post-Keynesianer uns doch auch sehr nah. Und insofern würde ich nicht sagen, dass sie da ins entgegengesetzte Lager gehören, ja. Auf der entgegengesetzten Seite haben wir dann die deutschen Ökonomen, die in ihren berühmten Briefen auch im September im Umfeld der ESM-Entscheidung ja genau eine gegenteilige Position einnehmen. Sie setzen ja eher auf sogenannte Schuldenschnitte oder Umschuldungen. Du hast vorhin in deinem Vortrag auch gesagt, dass sie machen das gerne, solange es dann halt nicht die eigene Nation betrifft. Also sie haben eine gewisse Weise eine nationalökonomische Perspektive, nehmen sie ein. Wie bewertest du die Einstellung von der Masse der Ökonomen in Deutschland? Naja, die meisten Ökonomen verstehen sich ja als werturteilsfrei. Und werturteilsfrei heißt bei ihnen, dass sie die von der Politik festgesetzten Schwerpunkte nicht in Frage stellen. Und dann kriegen sie kleine Forschungsaufträge, wie soll der nächste Winkelzug aussehen. Also insofern sind sie hier Trendfolger der offiziellen Politik, könnte man sagen. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Leute, die prinzipientreu sind in gewissem Sinne und meinen, das Haftungsprinzip solle schon durchgesetzt werden. Und man kann von dem Hans-Werner Sinn halten, was man möchte. Nur in Bezug auf diese Staatsschuldenkrise und auf die Unhaltbarkeit der ungerechten Lastenverteilung zur Lösung jetzt, da ist er meiner Meinung nach, liegt er gar nicht falsch. Und auf ihn traf die Kritik auch insofern nicht zu. Ich hatte da extra gesagt, die meisten der 200, die sich da mal zu einem Statement aufgerafft haben. Wobei natürlich bei diesen Aufrufen, es gab ja deren drei mindestens, ja, und die bleiben eben alle an der Oberfläche. Das ist die Hauptkritik. Weil bei dem Sinnaufruf und Krämer ist ja die Behauptung mit drin, dass solche Umschuldungen an sich keine größeren Probleme hervorrufen. Und da bin ich mir nicht so sicher. Die Gegenseite, die eine Bankenunion und solche Sachen fordert und Rettungsschirme, sagt ja, es könnte zu Dominoeffekten und zu einer Kernschmelze über Ansteckungs- und Inkubationseffekte führen. Und das kann im Rahmen der momentanen Geldordnung, kann das gut so sein. Das heißt, diese Gruppe, ähnliche auch Schäffler und solche Leute, ja, die gegen den ESM, was sie eher gestimmt haben,
die müssen die Folgewirkung im Rahmen der momentanen Geldordnung untertreiben. Und da liegt Ihre Achillesferse oder Ihre Siegfriedsstelle sozusagen. Wenn wir aber keine Umschuldungen und Schuldenschnitte machen können, weil sie so gefährlich sind, weil sie keiner kalkulieren kann, dann hat Christian Felber zum Beispiel in seinen Vorschlägen gesagt, ja, dann müssen wir an die Vermögensumverteilung, damit wir dann einfach diese Verschuldung durch den Staat zurückführen können. Ist das dann die Alternative? Ist das risikofreier nach deiner Meinung? Das ist schwer zu sagen, weil man ja nicht weiß, wie die Wohlhabenden reagieren werden. Ich meine, wenn ich die jetzt enteigne, dann machen die sich vom Acker. Und da kann der Schäuble nach Singapur oder sonst wohin reisen und das in Bezug auf die Steuervermeidung da in trockene Tücher zu bringen versuchen, dann sind die weg. Und das müsste ja auch sehr schnell gehen. Es müsste ja praktisch ein coup de force sein, bevor die also so mal gehen können, ja, da steht schon das Finanzamt vor der Tür oder die Zollverhandlung oder wer immer das dann durchführen soll. Das ist natürlich das ist eine schwierige Sache, ja. An sich ist die Idee ja nicht falsch, die Geldvermögensbesitzer hier zur Kasse zu bitten. Dann hat man natürlich das Problem, dass man einen allgemeinen Lastenausgleich braucht. Weil wenn Leute sehr werthaltige Häuser haben, warum werden die nicht zur Kasse gebeten, sondern nur die Geldvermögensbesitzer? Das heißt, vorausgehen müsste eine gesamtgesellschaftliche wirtschaftsethische Debatte, wem man welche Lasten zumuten kann. Also zum Beispiel, wenn Leute mit mittlerem Einkommen eine Lebensversicherung haben, die sind ja auch mit dran, ja? Und höchstwahrscheinlich, wenn sie Geld in Fonds eingezahlt haben und. Wenn man nicht nur die oberen 1% oder die oberen 10% hier zur Kasse bittet, sondern einen generellen Schnitt macht. Ja? Das ist eben sehr, 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 sehr schwierig zu sagen, wie man das dann aufteilen soll. Du hast in deinem Vortrag auch Wolfgang Streeck genannt, Professor für Soziologie an der Max-Planck-Institut in Köln, soweit ich weiß. Er hat es als einen Verteilungskonflikt beschrieben, in dem wir jetzt stehen. An Deleveraging, was bei einer Finanzblase, die implodiert, stattfindet, ist eine Verteilungsfrage und ein Verteilungskampf. Du hast in deinem Vortrag gut beschrieben. Wir haben jetzt zwei Lösungswege mal kurz andiskutiert. Kommen wir zurück zur Folgegeldreform. Sie wäre natürlich der Schlüssel, um die anderen beiden, sage ich mal sogar, zu vermeiden, weil wir ja mit der einmalig gewonnenen Seniorage einen Großteil der Staatsverschuldung zurückführen könnten in den OECD-Staaten. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich sehe keine, da sind viele technische Probleme mit verbunden, aber ich sehe jetzt kein grundsätzliches ökonomisches oder sachlogisches Argument, was dagegen spräche, auf diese Art und Weise eine Entschuldung herbeizuführen. Das ist ja natürlich insofern eine brutale Angelegenheit, als wenn zum Beispiel Leute auf 30 Jahre laufende Anleihen besitzen, dass ich denen dann sage, du musst die jetzt zurückgeben und musst praktisch auf die Zinseinnahmen in den nächsten 30 Jahren verzichten. Das heißt, ich muss ein Gesetz machen, wo ich sage, wir haben zwar in der Vergangenheit diese Anleihen verkauft, aber wir haben es uns jetzt anders überlegt. Das ist von einem Rechtsstandpunkt aus nicht unproblematisch. Aber was ist schon unproblematisch? Ich meine, die EZB soll keine Staatsfinanzierung machen und nichts anderes passiert im Moment mit den niedrigen Zinsen. Das ist die eigentliche Funktion der Geschichte. Da kann Herr Draghi aus der EZB-Satzung vorlesen, was er will, ja. Das weiß ja jeder. Und das kritisieren ja auch einige, wie zum Beispiel der Weidmann. Ja, zu Recht, weil man müsste da über eine völlige Neuaufstellung der EZB diskutieren. Das tut aber keiner. Alle sagen ja, im Westen nichts Neues, hat sich doch nichts geändert. Natürlich hat sich fast alles geändert. Ja. Das ist eben die Normalitätsfassade, die man hier versucht aufrechtzuerhalten, um den armen Bürger nicht zu verschrecken, dass der sich dann, was weiß ich, in der Schweiz ein Haus kauft, aber das kann ich nicht leisten, deswegen muss er irgendwas anderes machen. Also ich möchte nochmal von der direkten Krisenfrage zur Geldfrage zurückkehren. Die Frage, was ist Geld? Früher war es eine Ware, es war gebunden an Gold oder an irgendeine Deckung.
Das ist es ja nicht. Die Leute, die sich längere Zeit, wie viele hier in der Verein für Monetative, sich schon lange mit der Geldschöpfung und der Geldfrage beschäftigen, haben erkannt, dass es eigentlich eine sogenannte Übereinkunft der Gesellschaft ist, ausgedrückt durch den Gesetzgeber, dass das Geld das Zahlungsmittel ist. Also quasi per Anordnung oder per Gesetz. Und wir, die Zivilgesellschaft, kontrollieren ja oder sollten unsere eigene Regierung kontrollieren. Das ist ja ein ganz anderes Verständnis von Geld. Und das korreliert auch dann, dass eine Notenbank, die als Monetative statuiert wäre, als eine Art vierte Gewalt, die müsste dann die Geldmenge an der sogenannten Produktions- und Warenmenge praktisch orientieren. Und so würde das Geldwachstum oder die neue Geldschöpfung stattfinden. Das ist eigentlich doch für viele Normalbürger sehr einleuchtend. Wieso ist es so schwer, das irgendwie zu transportieren in die Breite der Bevölkerung? Das Eigenartige ist, dass wenn man Vorträge über die Finanzkrise macht und dann diese Grundlage der neuen Finanzierung und des elementaren Grundgehalts, was Geld eigentlich ist, dass das den Leuten relativ schnell einleuchtet. Das macht mich immer perplex. Ja? Es ist halt so, dass in einem Papiergeldstandard ist das Geld an und für sich nichts wert. Und es ist ein institutionell juridisches Kunstprodukt. Ja? Es ist eine im emphatischen Sinne eine Institution und nichts anderes. Und das Komische ist eben, dass der Staat eine Institution gründet, genannt Zentralbank. Das ist ja sein Kind sozusagen, seine Erschaffung. Und die leiten nun Geld aus an Private, damit die in Form von Banken über einen Geldschöpfungshebel dann für ein paar Prozentpünktchen mehr, ja, 500% Gewinnspanne teilweise ja jetzt, 0,75 wird das Zentralbankgeld geholt und für 5-7%, ja 500-700% dann fast, ja, holt man sich dann, kauft man die Staatsanleihen auf, kann man sagen, na schön, das ist ja jetzt die Risikoprämie, ja, nur wenn es dann riskant wird, dann sagt der Staat ja sowas nicht gemeint, wir kaufen den ganzen Schmodder ab, ja, oder die EZB, also das heißt eine Risikoprämie ohne Risiko und das vergrätzt dann natürlich den Kleinanleger, der solche lukrativen Geschäfte leider nicht tätigen kann. Wir haben heute Abend auch noch hier Michael Kumhoff vom IWF da, vom Internationalen Währungsfonds, der vor kurzem eine Studie vorgestellt hat, die anschließt an Ökonomen aus den 30er Jahren, die damals ein 100% Money, an eine ähnliche Variante wie das Vollgeld, also eine 100%ige Unterlegung des Geldes gefordert haben. Er hat dadurch zumindest im kontinentaleuropäischen Raum für sehr viel Aufmerksamkeit bei den Medien gesorgt, also hat unserem Verein letztendlich doch geholfen. Wir haben jetzt auch Pressevertreter hier da von der Süddeutschen, Deutschlandfunk, die darüber berichten. Wie bewertest du das, dass jetzt auch Forscher vom IWF schon über 100% Geld/Vollgeld Alternativen nachdenken? Ja, das hat natürlich voll eingeschlagen, weil der Herr Kumhoff arbeitet für den IWF. Und dann heißt es immer so nach dem Motto, der IWF hat festgestellt. Ja? Und das Verwunderliche ist eben, dass das da durchgegangen ist. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, vielleicht an der Sommerpause, die wollte ich nicht genau durchlesen, der das überprüfen hatte. Vielleicht zeugt es aber auch von einem gewissen Umdenkensprozess oder von einer geistigen, pluralistischen Öffnung für eventuell andere Gedanken. Und an dieser Studie ist ja nichts zu deuteln. Sie nehmen das traditionelle, kritikwürdige, aber eben verbreitete, auch bei Zentralbanken, verbreitete DSGE-Modell. Ja? Das ist so ein hybrides Produkt aus allen möglichen Theorieansätzen. Und dann füttern Sie da eben ein paar Daten, ein paar Annahmen rein und sagen, ja, wie immer das in der Realität ist, nach diesem Modell führt das zu geringeren Konjunkturausschlägen, das Wachstum wird nicht beeinträchtigt und. Und das ist natürlich eine provokative Angelegenheit, wenn man sozusagen den Mainstream mit seinen eigenen Waffen schlägt. So ist es ja im Grunde. Wobei die Vorstellung von Kumhoff natürlich ein klein wenig von der Monetative abweicht, in zweierlei Hinsicht, weil die Banken direkt an den sich an den Staat wenden sollen, der ihnen dann Zentralbankgeld für Investitionen gibt.
Das ist die eine Besonderheit. Und die zweite Besonderheit ist, dass wenn Menschen sparen wollen, dass sie dann praktisch, wenn es eine Aktiengesellschaft ist, Aktien von einer Investmentbank zu erwerben haben. Das heißt Anteilsscheine. Und das ist eine Besonderheit, mit der er auf Probleme, die generell in einem Vollgeldsystem auftreten, eingeht. Also er hat eine spezielle Variante und es ist erfreulich, dass er so eine Breitenwirkung hatte. Das wird der Sache mit Sicherheit gut tun. Professor Polkert, ich bedanke mich, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben für das Gespräch und ja, bis bald. Ja, bis bald. Tschüss.